weiches Herz gebrochen. Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch nach einer kleinen Minipause dann auch doch recht zeitnah wieder zurück zum nächsten Folge von Witcher 3 Wild Hunt. Inzwischen auf die Version 1.12 gepatcht, was leider auch wieder ein paar Bugs vor allen Dingen im Bereich Gwyn mitgebracht hat. Was mir nur jetzt erstmal aufgefallen ist, ich zeige euch gerade einmal, was es Neues gibt. Und zwar könnt ihr unter den Optionen nun unter Spiel die Gwyn-Schwierigkeitsstufe einstellen. Und ich habe das Gefühl, das ist neu. Das gab es früher, glaube ich, nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ich habe die jetzt mal auf ganz leicht gestellt. Ja, so schlecht wie ich in dem Spiel bin, ne? Also das ist auf jeden Fall neu. Es gibt noch ein paar weitere Neuerungen. Sehr viele Bugfixes. Den genauen Log könnt ihr euch natürlich auch angucken. Aber es gibt halt auch, vor allen Dingen in Bezug auf Gwyn, ein paar neue Bugs inzwischen. Dass teilweise die Ladebalken bei den Zügen nicht mehr angezeigt werden und Co. Aber da wird wahrscheinlich dann auch bald gefixt. Wer die Mods noch nachinstallieren will, beziehungsweise den Gewichtmod nutzt, linke ich auch nochmal hier in das Video die aktuelle Version davon. Den haben wir natürlich auch wieder mit am Start. Und ich habe noch einen neuen Mod installiert, den ich sehr praktisch finde. Und zwar, zeigt er euch hier in der Übersicht jetzt bei den Tränken oben in so einen Text ein, zwar auf Englisch, aber mein Gott, was das genau für ein Absud ist, was das für ein Trank ist, damit mal, weil, wenn man es nicht auswendig weiß, vor allen Dingen hier bei den Ölen ist es tatsächlich sehr schwierig, immer zu gucken, was ist das, Nekrophagenöl, alles klar, das ist gegen Konstruktoren, macht das Ganze wirklich wesentlich leichter, als jedes Mal die Dinger abzugehen und zu gucken, was ist was, fand ich ganz, ganz schlau, ne? Den habe ich noch mit installiert. Und wir haben jetzt mal zumindest testweise den immer volle Erfahrungspunkte-Mod. Mal sehen, ich weiß auch noch nicht, ob der funktioniert. Aber mit dem Mod kriegt ihr pro, also für jeden Quest, auch für die niedrigstufigen Quests, immer noch die volle Erfahrungspunkteanzahl, was das halt einfach wirklich etwas motivierender macht. Muss man natürlich gucken, hat dann natürlich den Nachteil, dass man dann wesentlich schneller stärker wird. Da müssen wir gegebenenfalls schauen, wenn es dann zu dröge wird, dass wir einfach den Schwierigkeitsgrad entsprechend einen höher stellen. Und dann ist das wieder in Ordnung. Aber es motiviert halt wesentlich mehr. Ist auch bei den Top-Mods relativ weit oben. Also wir sind da nicht allein, die das benutzen. Ja? So, genug von der technischen Seite. Wir machen dann jetzt erstmal mit der Story hier, beziehungsweise mit den Hexeaufträgen ganz gemütlich weiter und werden mal schön in dieses wunderhübsche Feld gehen. Wir sind gerade dabei, mit unseren Hexersinnen nach den Opfern der Weißen Dame zu suchen. Die werden hier wohl, das sieht doch schon gut aus. Sie wollten sie ja verführen. So, erkunde den Ort, an dem die Weiße Dame angegriffen hat, mit Hilfe deiner Hexersinne. Jawohl. Was immer er vor seinem Tod gesehen hat, es hat ihn sehr erschreckt. Ja, das wird die Weiße Dame gewesen. Oh, Alkohol war auch mit dem Spiel. Trunkenbolde. Ja, natürlich. Was denn sonst? Schön paar Buddeln Wein mit hier rauf, ne? So, was ist mit dir passiert? Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Das war die Mittagserscheinung. Okay. Blasse Haut, aber kein Blutverlust. Das ist kein Vampir. Ich hatte mit 4 Leichen gerechnet. Dann. Tiefe, unregelmäßige Spuren. Jemand ist blindlings geflohen, in Panik. Dann folgen wir doch mal diesen panischen Spuren. Mal sehen, wo sie hinführen. Okay, da entlang. Ich sollte den Turm untersuchen. Achso, es geht hier hoch zum Turm. Alles klar, ich habe den gleich gesehen. Er labert irgendwas von einem Turm. Den Turm. Ah, alles klar. Untersuchen wir den Turm. Da war irgendwie schon direkt draußen an der Wand irgendwas zum Gucken. Ne, ist innen drin. Alles klar. Wir gehen rein in den Turm. Ich sehe Blut. Die Blutspur führt zum Keller. Bevor wir aber in den Keller gehen, gucken wir uns auch nochmal hier oben erstmal um. Was nun? In dem Keller scheint schon irgendwas zu leben. So, ich gucke mich aber trotzdem erstmal noch hier um. Loot. Wir können jetzt wieder looten. Alles gut, ne? Ich kann immer noch weiterhin Kleptomanscheiß einsaugen. Das ist gut. Da haben wir was, was wir wegatmen können. Ja, das macht Spaß. Los. Art. Zack! Rein da. Ist sonst noch irgendwas zu looten? Ne? Lass das Licht an, Geralt. Ich gehe aber nochmal zurück, weil da oben war irgendwie auch noch ein anderer Weg irgendwo runter. Da war direkt schon ein Monster. Quen. Ich nehme erstmal Quen. Sicher ist sicher. Und dann gucken wir mal vorsichtig hier runter, weil irgendwas scheint da ja zu leben. Ja, da liegt auf jeden Fall schon mal eine tote Ratte. Oh, ein Reparaturset. Verbesserter Maribor-Wald. Jawoll.
Ah, ich habe bei dem Ich habe gar nicht nach den Tränkdingern geguckt, falls ihr euch noch erinnert. Die hatten mir doch so eine schöne Liste aufgeschrieben. Die habe ich natürlich nie mitgenommen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Muss ich nochmal leider vier Parts nach hinten schieben. Ghule haben die Leiche runtergeschleift, aber sie haben sie nicht getötet. Die Haut ist unnatürlich bleich und aufgesprungen. Hm. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Sie weicht mir aus. Ich muss etwas finden, das ihr gehörte. Dann muss sie sich mir zeigen. Jo. Die weiße Dame über Mittagserscheinung, das kriegen wir, glaube ich, auch hin. Ich gehe trotzdem mal gerade... Oh, guck mal, jetzt haben wir noch 25 Erfahrungspunkte gekriegt. Also ist das jetzt die volle Anzahl? Wahrscheinlich ja. Sonst hätten wir wieder nur einen gekriegt oder so. Ich gehe trotzdem mal gerade hier rein. Ich habe hier noch diesen Weg gefunden. Den wollen wir natürlich auch mal mitmachen. Das scheint ja separat was zu sein. Hier scheint irgendwie nämlich noch mehr zu sein als nur... Überlegener Absud Raffards des Weisen. Wunderbar. Geht's hier noch weiter runter? Da können wir mal ein Licht anmachen. Dann sieht man hier auch mal was. Oh. Okay. Es geht hier wohl noch weiter runter. Los, Gerard, nicht fallen. Dankeschön. Er hat es geschafft, nicht abzustürzen. Nichts. Hm, da glitzert irgendwas. Schema Katzenschalschwert. Siehste. Es zahlt sich doch immer aus, die Augen offen zu halten. Mehr scheint es hier dann aber nicht zu geben. Noch ein bisschen Schweinehaut, ne? Ja, lecker. Mm. So, gut, dann klettern wir hier wieder raus. Und schnacken dann mal mit der Witwe und gucken, ob sie vielleicht irgendwie eine Kette oder einen Ring oder irgendwas hat. Meistens sind das ja Verlobungsringe oder irgend so ein Krams. Oh, mal schauen. Oh, warte, da ging es ja noch hoch. Hoch bin ich auch nicht gegangen, ne? Bin hier vorhin nur mal reingegangen. Wir müssen noch nach oben gehen. Mach mal ein Licht an. So viele Reparatursets, ey. Das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Es geht noch weiter hoch. Oh, leicht die Spinnenweben hier, ne? Könnte auch mal einer wieder sauber machen. Aber traut sich ja keiner hin hier in den Turm. So, machen wir mal wieder Licht an. Zack. Aber sonst ist hier auch nichts los. Ah, da hinten ist noch ein Fass. Schnaps. Schnaps geht immer. So. So, was haben wir hier noch? Scheint hier auch nochmal hochzugehen und man kann hier schön um den Turm drum rumlaufen. Noch ein bisschen die Aussicht genießen. Hm. Performance-technisch kann ich übrigens sagen, hat sich für mich jetzt nichts verschlechtert zumindest. Ich habe sogar das Gefühl, es läuft ein bisschen besser. Bis jetzt zumindest. Also wir haben nicht wieder so eine Katastrophe wie bei dem Patch davor, wo man dann plötzlich irgendwie alles runterstellen musste, warum auch immer. Ja gut, okay, ich musste Schatten runterstellen. Trotzdem, ich musste was runterstellen, was vorher lief. Das macht einen ja immer unglücklich. Ansonsten aber alles soweit gut. Nur halt mit dem Gwind muss man ein bisschen aufpassen. Wer jetzt viel Gwind spielt, schaut euch einmal gerade die Bugliste durch. Die stand auch im, in dem GameStar-Thread, den ich verlinkt hatte im Video davor. Da stand das auch einmal alles drin, was da aktuell so an Bugs aufgetaucht ist. So. Gut, dann haben wir hier jetzt ja alles. Dann gehen wir mal nach unten. Es gibt übrigens, was ich auch noch gesehen habe, es gibt einen Mod, der es ermöglicht, von jedem Punkt aus schnell zu reisen. Da hadere ich noch mit mir, ob das sinnvoll ist oder nicht. Im Grunde... ja, weil die Beschränkung, dass man das nur dann machen kann, wenn man irgendwo ist, ist irgendwie sinnlos. Weil warum muss ich jedes Mal erst zu einer Flagge laufen, um schnell reisen, also wegzureisen? Dass ich nicht überall hinreisen kann, okay, nur zu gewissen Punkten, ja. Und natürlich, dass ich nicht wegreisen kann, wenn ich gerade in einem Kampf bin, ist auch irgendwie noch sinnvoll. Aber dieses, ich muss... Was ist da los? Falsches Schwert, Geralt. So ist besser. Bandit! Bandit! Weg ist die Rumsmumme. Für die Leute sind wir auch maßlos überlevelt. Bandit! So, jetzt ist auch die Straße hier wieder gesäubert von fiesen und finsteren Banditen. Mitnehmen. Jawohl. Und dann schnacken wir jetzt mal mit der Witwe. Schwert weg. So, mal gucken. Oh, schön hier den Sonnenuntergang. Die Rehe rennen weg. Wunderschön, wunderschön. Da wird noch gearbeitet auf dem Feld. So, wir sind jetzt noch 100 Fuß. Grüße gehen raus an Kurin. 70 Fuß sind wir jetzt noch von unserem Ziel entfernt. Ne? Sind das jetzt Fuß oder Schritt? Das ist jetzt die Frage. Ne? Das kann man jetzt aus dem Logo nicht so ganz... entnehmen, aber wahrscheinlich
Schritt oder so. Ich kenne mich mit diesen Abarten, Briten, Längen, Maßen nicht aus, aber ja. Wir sagen ab jetzt weiterhin Meter, ja? Sei gegrüßt, Hexer. Hallo. Die weiße Dame, ich weiß, was das ist. Anscheinend ist diese weiße Dame eine Mittagserscheinung. Das heißt, ihr Götter, arme Luzi. Luzi. Wer ist Luzi? Sie sollte heiraten, richtig? Ja. Ihre Eltern hatten sie einem Schmied aus der Stadt versprochen. Wohlhabend, aber älter als elfische Ruinen. Luzi rannte vom Altar auf die Felder und schnitt sich die Venen auf mit dem Silberdolch, den sie zur Verlobung bekommen hatte. Warte, ich zeig ihn dir. Ach, wunderbar, sie hat ihn noch. Warum hast du ihn, ist die Frage. Ja? Ich wollte ihn verkaufen. Luzis Eltern brachten es nicht über Scherz, ihn zu verkaufen oder zu begraben. Sie gaben ihn mir. Da chillt einfach so ein Zwerg rum. Aber erst muss ich sie anlocken. Ich brauche etwas, das ihr gehörte. Der Dolch wäre perfekt. Nimm ihn. Aber töte Luzi. Versprich's mir. Sie soll nicht länger leiden. Jawohl. Wird gemacht. So. Wirf den... Ja, ist doch gut. Mein Gott, dass sie mich immer anbufzen müssen. Wirf den Silberdolch ins Feuer, um die Mittagserscheinung hervorzulocken. Wir gucken natürlich mal kurz vorher in unser Bestiarium und können unter Geister dann die weiße Dame finden und sehen, wir brauchen Mondstaub und Geisteröl. Und Jürgen würde gehen. Ich gehe mal auf Geisteröl. Haben wir den Mondstaub inzwischen oder war das einer der Bomben, die mir noch fehlten? Bomben, Bomben, Bomben. Dragons, Dimitrium, Samus. Ja, natürlich haben wir keinen Mondstaub. Was erstaunlich, dass wir keinen Mondstaub haben. Vor allen Dingen, wie lange denn nicht? Das ist ja unglaublich. Also, ich habe keine Ahnung, Leute. In meinem Privatspielstand hatte ich das und ich bin hier die ganze felsenfest davon ausgegangen, wir hätten das. Da muss ich ja jedes Mal verwirrt gewesen sein, wo ist denn mein Mondstaub hin, wo ist denn mein Mondstaub hin? Also, sehr merkwürdig. Aber gut, wir schaffen es auch ohne, indem wir jetzt einfach das da aufschmieren. Das reicht erstmal aus und wir könnten das dann fangen mit dem Jürden, aber bei dem Levelunterschied inzwischen wäre es wahrscheinlich sinnvoller, einfach Gwen zu nutzen. Aber wir gucken mal. Kinder und Fische. Ihre Wünsche werden nie erfüllt. So, Moment. Wir werfen dann den Dolch ins Feuer. Wirf den Silberdolch ins Feuer, um die Mittagserscheinung hervorzulocken. Jo, noch 40 Fuß. New. Hallo. Okay, wir machen natürlich einmal kurz. Wir sind ja nicht doof, ne? Einmal zwischenspeichern, oh, Dolch ja. Rein. Mittagserscheinungen kommen nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr raus. Ach, Geralt. Ich hab mir schon. Oh, er macht das automatisch. Ich hab mir schon gedacht. Ist er gut? Ist er gut? Oh ja. Mittagserscheinungen kommen nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr raus. Hab ich mir schon fast gedacht. Das ist mich doch sehr gewundert. Deswegen gehen wir doch mal direkt auf Mittag. 12 Uhr. Er sagt, oh, Mittagserscheinungen kommen direkt am Mittag natürlich auch nicht raus. Wir werden sehen. Oh, es passiert etwas. Wie lang das Feuer da am Glimmen ist, ey. Da ist sie. Oje, das hat eine schöne Zunge. So. Fangen Sie mit dem Jürden. Ah, nein, wir brauchen Jürden. Ohne Jürden geht nix. Oh, guck mal, man kann da oben jetzt irgendwie die Geisterölanzeige sehen, wie lange das noch hält. Oh, scheiße. Geralt, weg. Weg. Jetzt, Jürgen! Bastard, verlieren wir die Nerven. Das ist ja cool. Au. Ja, nächstes, mein Fräulein. Na, komm ran. Oh, wir brauchen ein neues. Oh, holy shit! Neues Jürgen. Oh. Wir müssen erst die echte finden, das wird wahrscheinlich... Ne, es wird nicht sie sein. Ich dachte, das muss eigentlich sie sein. Oh, sie hat sich geheilt dadurch. Ah, alles klar. Zack! Das war die weiße Dame. Alles mitnehmen, natürlich auch die Mittagserscheinungstrophäe. Auch noch ein Mod, den ich gesehen habe, haben wir jetzt nicht installiert. Aber erstmal, das oben mit dieser Anzeige muss wohl neu sein, mit den, dass wir angezeigt kriegen, wie lang unser Öl am Schwert noch wirkt. Sehr nice, das macht das doch durchaus etwas übersichtlicher, ob man denn Öl jetzt ausgerüstet hat und vor allen Dingen, wie lang es gilt. Da gab es früher, war es einfach zeitlich beschränkt hier und dann hier wusste ich echt gar nicht, wie sieht das denn hier aus, ne?
Jetzt wissen wir es. Gewisse Anzahl an Schlägen anscheinend hält das Öl und dann ist vorbei. Wir pflücken jetzt, wo wir gerade mal hier so viel spitzwegerig sehen, mal ein bisschen spitzwegerig. Bietet sich gerade an, hier dem mal das Feld weg leer zu räumen. Ja, Dankeschön, Junge. Ich klau mir ein bisschen von deinem Spitzwegerig, ne? Das ist echt zu freundlich von dir. So, siehste. Kann ich mir schön einen Tee draus machen oder sowas. Ich weiß es nicht. Dann wollen wir den Quest eben fix abgeben. Und dann haut das wohl hin. Jetzt können wir mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte wir kriegen. Ich bin gespannt. Zack. Moin, werte Dame. Sei gegrüßt, Hexer. Ich grüße dich auch. Ich habe die weiße Dame besiegt. Problem gelöst. Du kannst wieder raus auf die Felder. Vielen Dank. Dein Lohn. Und möge das Glück dir hold sein. Dankeschön. Und wie viel haben wir gekriegt? Auftrag abgeschlossen. Mal sehen. Ach, guck mal, 260. Also so doll viel mehr ist das nicht. Also ich glaube, da können wir erstmal mit leben. Wir müssen mal gucken, wie sich's entwickelt. Wie gesagt, wenn das zu heftig wird, dann überlegen wir uns das nochmal. Aber ich finde die Idee schon sehr gut, dass wir einfach wieder für alles volle Erfahrungspunkte kriegen und dann im Zweifel einfach den Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher stellen. Wobei das Game auch so groß ist, selbst wenn es ein bisschen zu einfach ist, wobei die großen Hau-drauf-Aufträge sind immer noch nicht unbedingt einfach. Das Ding aus dem Sumpf kehre nach einer Woche zurück. Ich glaube, die Woche ist noch nicht rum. Was haben wir denn noch so? Wir machen mal natürlich weiter mit Hexeaufträgen. Da ist noch eine ab 18. Das würde wohl noch gehen. In Skellige? Nee. Das ist Skellige. Das ist Novigrad 24. Begib dich zum Spukhaus. Ja, da sind wir noch ein bisschen unterlevelt. Wobei, es könnte klappen, ne? Das wäre auf jeden Fall mal dann etwas, was auch ein bisschen heftiger wäre. Skellige 19. Skellige machen wir separat irgendwann mal. Jetzt haben wir hier noch Novigrad 24. Begib dich zum Spukhaus. Das könnten wir eigentlich noch starten. 25. Herr des Waldes. Das geht wohl auch noch. Der Betrunkene von Ochsenfurt. Phantom der Handelsroute wählen. Das können wir auch noch nehmen. Machen wir noch das Finde die vermisste Karawane. Okay, wir brauchen erstmal wieder einen. Entschuldige mich. Ich habe doch gerade erst die Wäsche aufgehängt. Wir brauchen erstmal wieder einen Punkt, wo wir von uns weg teleportieren können. Dann nehmen wir doch das hier. Die Burg. Diesmal bin ich auch so schlau und laufe natürlich dem grünen Pfeil hinterher. Und nicht dem gelben. Ich habe dazugelernt, ja. Und dann schauen wir mal. Jupp, dass es schon wieder am Regnen ist, du. Nee, nee, nee. Doch sind unsere Rehe wieder. Und anscheinend nochmal neue Banditen. Was treibt ihr euch denn hier alle immer rum? Das hat ihn nicht weggemacht. Was ist denn los? Zack! Damit hat er nicht gerechnet, aber so ein Armbrustbolzen eben in die Brust ist auch wirklich nicht angenehm. Ja, das muss man zugeben. So, Bandit ist weg. Wir teleportieren uns dann irgendwo dahin. Was mir noch auch aufgefallen ist beim Erforschen der Karte. Nick, hier gibt es noch Quests. Das ist noch ein Anschlagbrett. Wir waren irgendwie hier unten noch gar nicht. Das heißt, wir werden tatsächlich von dieser Mission aus dann auch mal gucken, dass wir uns da nach unten hin begeben. Das habe ich irgendwie mal übersehen. Und ich wette mit euch natürlich, dass die Quests jetzt hier massivst viel zu langweilig für uns sind. Weil wir die hätten, als wir noch hier unten in Velen waren, schon hätten mitmachen müssen. Aber mein Gott. Das Spiel ist groß, ne? Das Spiel ist groß, das ist nun mal so. Gehen wir jetzt erstmal hier hin. Und schauen dann mal. Es gibt also, wie ihr seht, einfach unglaublich viel zu tun in dem Game. Dann auf zur Karawane. Phantom der Handelsrouten. Finde die vermisste Karawane. Jawohl. Da oben fleucht und kreucht irgendwas. Ja, Quen. Ich sehe irgendwie so schmutzig aus. Ist das auch neu? Flauschige Flauschwölfe. Oh, warum greift ihr mich an? Ihr hättet leben können, wärt ihr einfach in den Wald geflohen, aber nein. Johann, ich hab's gehört. Ja, ist ja gut, entspann dich. Ja, zack. So, ihr hört den Hahn krähen. Das passt ja ganz gut. Wieder ein Auftrag abgeschlossen. Dann breaken wir hier kurz und machen dann im nächsten Part weiter und steckt dein Spiel weg, Geralt. So,
Ich bedanke mich dann erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.